Bei ARD und ZDF sitzen Sie in der ersten Reihe. Kaiser, Barbarossa. Oh, halt. Ich melde Wettgel, den Friseur. Soll reinkommen. Na, erlaucht. Schon ein bisschen eingelebt hier im Kyffhäuser. Na, so, so, lala. Was man eben von einer Zweitwohnung erwarten kann. Scheint ja gestern spät geworden zu sein. Gäste, was? Kein bisschen. Nachdem ich jetzt alles, auch in meiner Zweitwohnung, angemeldet habe, möchte ich natürlich auf kein Programm verzichten. Auf welches Programm? Sie wissen längst, was ich meine. Radio und Fernseher natürlich. Und immer schön der Reihe nach. Radio und Fernseher in Zweit- und Ferienwohnungen sind anzumelden. Formulare gibt's nur bei Banken und Sparkassen. Also erst anmelden, dann einschalten. Könnte ich mir das auch leisten? Natürlich. Nur anmelden musst du. Das mach ich doch gleich. Moment, Freundchen. Zuerst kommt noch mein Bart. Ah, echt entlastend. Erst anmelden, dann einschalten. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Einen Tag vor ihrem Treffen mit Bundeskanzler Kohl hat die britische Premierministerin Thatcher den NATO-Streit über die atomaren Kurzstreckenraketen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Lubbers erörtert. Bei dem Gespräch legte Frau Thatcher Lubbers noch einmal ihre Haltung dar, wonach über eine Modernisierung der Lance-Raketen schon in Kürze entschieden werden müsse. Die Bundesregierung will dagegen eine Entscheidung nicht vor 1992 treffen. Außerdem verlangt Bonn Verhandlungen über diese Waffensysteme. Die Niederlande hatten sich angeboten, in dieser Frage zwischen Bonn einerseits und Washington und London andererseits zu vermitteln. Die niederländische Regierung hat ein neues Umweltschutzprogramm beschlossen. Es sieht vor, die Umweltverschmutzung innerhalb der nächsten 20 Jahre um 70% abzubauen. Zur Finanzierung sollen unter anderem die Ausgaben für Verteidigung stark gekürzt werden. Darüber jedoch droht die Koalition von Christdemokraten und Liberalen zu zerbrechen. Sollte der Finanzierungsplan nicht geändert werden, wollen die Liberalen die Vertrauensfrage stellen. In Siegen ist Norbert Blüm mit großer Mehrheit als Landesvorsitzender der nordrhein-westfälischen CDU bestätigt worden. Nahezu 95% der Delegierten des CDU-Landesparteitages stimmten für den Bundesarbeitsminister. Blüm forderte die CDU auf, bei der nächsten Landtagswahl geschlossen um die Mehrheit zu kämpfen. Er will dabei als Spitzenkandidat gegen den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau, SPD, antreten. Wir werden zusammen den Kampf auf die roten Rathäuser, wir werden zusammen den Kampf um die Landtagsmehrheit machen, wir werden zusammen den Kampf um die Bundestagswahl machen. Meint ihr, ich stelle mich heute als Landesvorsitzende hier zur Wahl, um nicht mit euch an der Stelle, wo ihr mich braucht, mit euch zu kämpfen. Aber wann wir kämpfen, das bestimmen wir und nicht die öffentliche Meinung. Die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung erwägen jetzt doch einen endgültigen Verzicht auf die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Auf dem Europakongress der CSU in München forderte der bayerische Finanzminister Tandler für diesen Fall ein nicht kerntechnisches Ersatzprojekt. Im Gespräch ist nach Informationen der Tageszeitung Die Welt und des ZDF eine Solarzellenfabrik. Der bayerische Ministerpräsident Streibel will eine möglichst baldige Entscheidung. Ein Spitzengespräch in Bonn zum Thema Wackersdorf ist für Donnerstag geplant. Auf der Tagung der Ökumenischen Versammlung in Dresden ist die Forderung nach einer Umgestaltung in der DDR vorgebracht worden. Eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema nannte als wichtigste Punkte mehr Meinungsfreiheit und eine Diskussion über die Führungsrolle der Partei. Auf der Tagung wurden außerdem bessere Reisemöglichkeiten für DDR-Bürger verlangt. Morgen werden die Delegierten der 19 christlichen Kirchen und Gemeinschaften abschließend über die entsprechenden Textentwürfe beraten. Zweiter Tag des Besuchs von Papst Johannes Paul II. Auf Madagaskar. Vor 20.000 Gläubigen feierte der Papst eine Messe, bei der er angesichts der wirtschaftlichen Lage Madagaskars zur Solidarität mit den Ärmsten aufrief.
Die Geschichte des Landes und der Kirche trage Zeichen des Leidens, des Unverständnisses und der Unfähigkeit, vollständig zu lieben. Es sei nun Aufgabe der ganzen Welt, den Frieden und die Zusammenarbeit voranzutreiben. Der Besuch von Johannes Paul in Madagaskar wird 4 Tage dauern. In Peking sind zum ersten Mal seit Beginn der Studentenproteste hochrangige Regierungsvertreter mit protestierenden Studenten zusammengetroffen. Das mehrstündige Gespräch wurde im chinesischen Staatsfernsehen und im Rundfunk übertragen. Vertreter der unabhängigen Studentenkomitees erkannten diesen ersten offenen Kontakt jedoch nicht an, weil er über offizielle Studentenverbände organisiert worden sei. Jahresversammlung des Deutschen Schützenbundes in Hamburg. Zum 38. Mal trafen sich Vertreter der rund 13.000 Schützenvereine. Auf der Tagesordnung standen die Vorbereitung des Nachwuchses auf die Olympischen Spiele 1992, aber auch brisante Themen wie die Aufnahme eines Dopingparagraphen in die Verbandsordnung und neue Richtlinien über Werbeaufschriften in der Kleiderordnung. Geschossen wurde natürlich auch. Aus den 15 Landesverbänden wurde der Schützenkönig ermittelt. Am treffsichersten erwies sich Gerhard Staus aus Oberndorf am Neckar. Er wurde Bundesschützenkönig. Und hier die Wetteraussichten bis morgen Abend. Nachts im südlichen Baden-Württemberg und in Bayern noch etwas Regen oder Schnee. Sonst klar. Tiefstemperaturen 2 bis minus 2 Grad. Am Tage nur im Südosten noch regnerisch und Temperaturanstieg bis auf 6 Grad. In den anderen Gebieten heiter bis wolkig. Höchsttemperaturen 10 bis 15 Grad. Letzte Meldungen der Heute-Redaktion gegen 1.10 Uhr.